Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück im wunderschönen Himmelsrand. Oh, ich habe gerade Vögel singen gehört. Der Frühling kommt. So, ich schaue mal ganz kurz in unser Journal. Wir müssen Septimus das Lexikon zurückbringen. Das haben wir in der letzten Folge aus Schwarzweite zurückgeholt, wo wir es, nun ja, sagen wir, über einen längeren Zeitraum aufbewahrt haben. Hust. Und die brauche ich gar nicht mehr anzumachen, diese Queste, denn die befindet sich in Falskaar. Und ja, ob ich jetzt alle anderen mal wieder anmachen soll, um zu gucken, was hier noch in der Nähe ist. Ich mache das mal ganz kurz. Einfach nur, um zu schauen, was wir noch alles hier abzuarbeiten haben. Reist mit Wolfsboten nach Falskaar brauchen wir auch nicht mehr zu aktivieren. Und dann schaue ich mal ganz kurz, ob noch irgendwas hier bei uns in der Nähe ist. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Außer noch ein Stein von Berencia und noch ein weiterer Stein von Berencia. Es ist wirklich gar nichts hier. Töte den Riesen. Nein, bei uns in der Nähe ist nichts. Dann würde ich sagen, wo war der Kerl denn? Hier oben irgendwo, ne? Da ganz oben. Reisen wir in den äußersten Norden. Und danach können wir auch nochmal zurück zur Akademie von Winterfeste. Und geben erstmal Signus das Lexikon wieder. Damit wir die Queste auch endlich, endlich abschließen können. Nach mehreren Stunden habt ihr euer Ziel erreicht und wieder sind wir nachts hier. Ah, dann ist der Eingang noch ein bisschen gruseliger. Das ist doch super. Ich glaube, da drinnen brauchen wir gar keine Fackeln, ne? Da war es hell genug. Bin gespannt, was der alte verwirrte Mann zu sagen hat. So, diesmal haben wir ihm sogar das Lexikon wieder mitgebracht. Hust. So, aua. Als das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine weiteren hinzugefügt werden. Es war und ist die höchste Spitze. Was auch immer du sagst. Ich habe das Lexikon beschriftet. Her damit, schnell! Außergewöhnlich. Jetzt verstehe ich es. Der Verschluss ist so strukturiert, dass winzigste Fraktale ineinander greifen. Dwemer Blut kann die Haken lösen, doch es lebt niemand mehr, indem es fließt. Eine ganze Palette ihrer Brüder könnte sich zusammentun, um ein Faksimile zu bilden. Ein Trick, etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Nein, nicht einmal sie. Oh, wovon faselt der? Das Blut der Altmeer, Bosmeer, Dunmeer, Fallmeer und Orsimeer. Die Elfen, die noch leben, sind der Schlüssel. Trag diesen Extraktor von dannen. Er wird das frische Blut der Elfen trinken. Komm zurück, wenn ihr den ganzen Satz habt. Oh nein. Im Ernst jetzt? Hochelfenblut, Waldelfenblut, Dunkelelfenblut, Falmerblut. Ja, Falmer hätte ich gerade auf jeden Fall. Ich habe noch Blut an meiner Waffe. Orkblut? Interessant. Wie lange wird es gesungen werden? Meine Füße standen auf dem Felsen, doch er wurde zu Schlamm und zog mich hinunter. Ja, genau. Warum seid ihr eigentlich so versessen darauf, diese Schatulle überhaupt zu öffnen? Ah, die Schatulle enthält das Herz, die Essenz eines Gottes. Ich habe mein ganzes Leben den Schriftrollen der Alten gewidmet. Doch ihr Wissen ist nur eine flüchtige Wahrnehmung im Vergleich zum allumfassenden Geist der Göttlichkeit. Die Dwemer waren die Letzten, die sie berührt haben. Es hieß, sie sei von Nerevarinen zerstört worden.
Doch mein Herr belehrte mich eines Besseren. Wer genau ist euer Herr? Der dädrische Prinz des Unbekannten, Hermeus Mora. Oh nein. Ich dachte, es gäbe keine Geheimnisse mehr zu entdecken, bis ich zum ersten Mal mit ihm sprach. Er fordert einen Preis. Na klar tut er das. Man muss seinen Willen ausführen. Ein paar Morde, ein bisschen Aufwiegelei, eine Seuche oder auch zwei für die Geheimnisse, die ich verkraften kann. Ach du Scheiße. Und dann brachte er mich hierher, zu dieser Schatulle. Doch er will nicht verraten, wie sie sich öffnen lässt. Zum Verrücktwerden. Ja, zum Verrücktwerden trifft es ziemlich gut. Er hat sich mit den Daedra eingelassen. Das habe ich mir fast gedacht, so verrückt, wie er daher faselt. Soll ich die Aufgabe überhaupt noch machen? Das ist jetzt eine verdammt gute Frage. Der Weise. Verzauberung verbessert. Und damit sind wir Stufe 53. Mehr hat es nicht mehr gebraucht. Ja, dann würde ich sagen, ihr Lieben, steigen wir doch direkt mal auf. Und erhöhen, was sollten wir denn mal wieder erhöhen? Die Gesundheit vermutlich oder die Magika mal? Ich erhöhe nochmal Gesundheit. Der Herstellung, kann ich hier was Neues lernen? Für die Hälfte der Magika. Doppelte Wiederherstellung. Durch das doppelte Wirken eines Wiederherstellungszaubers sind die Effekte viel wirkungsvoller. Das mache ich ja eigentlich schon die ganze Zeit. Magika regeneriert 25% schneller. Das ist natürlich super. Tod umgehen. Heilt einmal pro Tag automatisch 250 Punkte, wenn du unter 10% deiner Gesundheit sinkst. Wie geil ist das denn? Das heißt, das werde ich jetzt mal lernen, damit ich das hier irgendwann lernen kann. Das ist ja großartig. Ich muss mehr Wiederherstellungsmagie wirken. Wobei ich das ja eigentlich ziemlich konsequent mache. So. Den kenne ich doch irgendwoher. Scheiße. Komme ich jetzt nicht mehr raus? Na, wie gut, dass wir nach Himmelsrand zurückgekehrt sind. Hallo, mein Freund. Kommt näher, wärmt euch in meiner Gegenwart. Wer seid ihr? Ich bin Hermeus Mora. Ich habe euch seit eurem Sieg über Myra arg beobachtet. Na, Scheiße. Euer Fortschritt ist wahrlich beeindruckend. Danke. Und was genau wollt ihr von mir? Eure andauernde Unterstützung von Septimus macht ihn zusehends überflüssig. Er hat mir gute Dienste geleistet, doch seine Zeit neigt sich dem Ende zu. Wenn diese verfluchte Schatulle erst geöffnet ist, hat er seinen Nutzen mir gegenüber verwirrt. Und wenn diese Zeit gekommen ist, werdet ihr seinen Platz als Abgesandter einnehmen. Was sagt ihr? Verdammt großartig. Soll ich mitspielen? Scheiße. Ich werde mich euch niemals anschließen, abscheulicher Dämon. Seid gewarnt. Viele dachten wie ihr, und ich habe sie alle gebrochen. Ihr werdet euch mir nicht ewig entziehen. Ewig vielleicht nicht, aber vielleicht lange genug.
Boah, gruselig. Ich hab gewusst, dass der irgendwann zurückkommt. Ach, verdammter Mist. So, dann würde ich sagen, reisen wir mal in die Akademie von Winterfeste. Überbringe Urak Groschub das Exemplar von wiedergefundene Geheimnisse. Ach ja, das habe ich ja auch gefunden. Sprich mit Brelina, sprich mit Entier. Na bitte. So, einmal kurz darüber reisen. Auch wenn wir da natürlich jetzt gerade hin hätten zu Fuß gehen können oder mit den Pferden reiten, aber von der Akademie aus werden wir dann wieder reiten oder zu Fuß gehen. Aber diese Schnellreise ist auch einfach sehr praktisch. Nach ein paar Stunden habt ihr euer Ziel erreicht. Und der Morgengraut, das finde ich super. Oh, ich kann mich nicht satt sehen. Guckt euch das bitte an. Ah, jetzt fängt es an zu schneien. Na gut, gehen wir rein. Vielleicht bleiben wir ja die nächsten paar Jahrzehnte von Katastrophen verschont. Ach, das ist wieder hier ein kleiner Bug. Faralda, das tut mir sehr leid. Urak, ja, wieder ist er. Wir schulden euch Dank, weil ihr die Akademie gerettet habt. Sehr, sehr gerne. Zieh dir was an. Etwas. Hier ist das Buch, das ihr gesucht habt, Urak. Ihr scheint noch in einem Stück zu sein. Und noch viel wichtiger, das Buch ist es auch. Noch viel wichtiger. Danke. Ja, sehr gerne. Kämpft wacker. Sehr gut. So, wo muss ich jetzt hier hin? Muss ich in die Quartiere oder was? Ich muss die Daten hier von der Mod um die Feste nochmal durchgehen. Es gibt, ich habe eine große Mod, die hier sehr, sehr vieles verändert. Und die scheint auch immer noch englische Namen zu beinhalten. Die muss ich dann einzeln persönlich bearbeiten. Ich brauche immer noch Hilfe, wenn ihr die Zeit erübrigen könnt. Euer Zauber ist endlich abgeklungen, Brelina. Genau wie ich es gesagt habe. Also, seid ihr bereit, es noch einmal zu versuchen? Ich bin zuversichtlich, dass es dieses Mal funktionieren wird. Ihr habt noch eine allerletzte Chance, Brelina. Everybody gets a second chance und so. Gut, gut. Es wird sich lohnen, das versichere ich euch. Hoffentlich. Gut, jetzt nur nicht bewegen. Oh meine Güte, das ist nicht richtig. Wartet nur, wartet. Das kriege ich wieder hin. Nicht noch schlimmer machen, bitte. Oh nein, das war ganz falsch. Lasst es mich noch einmal versuchen. Ich habe gesagt, eine letzte Chance. Das läuft wirklich nicht so, wie ich gehofft hatte. Och Mann. Dieses Mal bekomme ich es hin, das schwöre ich. So, schon wieder besser. Huch. Nun, am Ende ist ja alles gut ausgegangen, nicht wahr? Lasst uns einfach nie wieder ein Wort darüber verlieren, bitte. In Ordnung? Einverstanden. Und danke für eure Hilfe. Ihr seid ein guter Freund. Immer wieder gerne. In Winterfest lebten einst viele Dunkelelfen. Ich bräuchte da noch so ein bisschen Blut. Habt ihr das nicht gewusst? Vor der Oblivion-Krise haben viele Elfen in Winterfeste gelebt. Und noch mehr haben jedes Jahr die Akademie von Morrowind besucht. Danach hat das Misstrauen gegenüber der Magie vielen das Leben schwer gemacht. Manche gingen fort, weil sie den wachsenden Hass der Nord nicht mehr ertragen wollten. Andere sind nach dem Roten Jahr, als Fadenfell ausbrach und große Zerstörung verursachte, wieder heimgekommen. Winterfeste selbst ist in den Jahren zwischen damals und jetzt gestorben. Geblieben ist nur noch eine leere Hülle. Eigentlich ist nur die Akademie noch übrig. Gefällt's euch hier? Bislang schon. Und sei es nur, weil mir niemand sagt, was ich alles erreichen müsste.
Ich will nur lernen und nicht darüber nachdenken, welche Erwartungen andere an mich stellen. Das wollen wir doch alle. Danke. Ich gehe dann mal wieder. So, mit wem muss ich noch reden? Und? Hat Kalia euch wieder geschickt oder seid ihr heute in eigener Sache hier? Entier, du bist, gut, du bist wahrscheinlich schon im Feierabend, oder? Ihr nehmt mich und mein Angebot beim Wort, was? Gut. Er hat immer noch Schwierigkeiten mit Schutzzaubern. Habt ihr Zeit zum Üben? Vielleicht später. Im Moment bin ich ein wenig beschäftigt. Ihr habt wohl noch etwas das Unmund gehört und er würde es gerne zurückhaben, Entier. Ach, wirklich? Na, das ist ja putzig. Unmund hat zu viel Angst davor, selbst zu mir zu kommen und hat euch vorgeschickt. Tja. Ich will es euch ganz einfach machen. Bei mir gibt es keine Umtauschmöglichkeit. Das hat Unmund von Anfang an gewusst und er hat es trotzdem durchgezogen. Also gibt es nichts weiter zu sagen. Aber es ist doch im Interesse aller, wenn ihr das Amulett zurückgebt, Entier. Ach, schon gut, aber behaltet es für euch. Ich will nicht, dass überall herum erzählt wird, dass ich meine Geschäfte rückgängig mache. Verstanden? Na klar, ich behalte es für mich. Wirklich? Das muss schön sein. Grüßt Kalia von mir, wenn ihr sie seht. Mach ich. Meine Familie hat es gar nicht gern Ich habe ja nicht geahnt, dass der Augenzauber so gefährlich sein könnte. Tolf, dir hat recht, nicht wahr? Die Magie kann einen wirklich überwältigen. Tja, das kann sie wohl. Hier ist übrigens euer Amulett. Ich hätte nie gedacht, dass er es wirklich zurückgeben würde. Ich danke euch. Es ist gut zu wissen, dass ich auf euch zählen kann. Sehr gerne. Der kriegt das mit dem Kopf nicht hin. Ich muss unbedingt nochmal diese Mod überprüfen, weil das ist wieder eine der Mods, die nicht für die Second Edition von Skyrim erschienen ist, sondern nur für das normale Skyrim, die ich versucht habe zu konvertieren. Aber irgendwie hat das wohl nicht ganz so richtig funktioniert. Na gut. Also gut. Haben wir das auch abgeschlossen? Nun, das ist... Haben wir dann hier noch irgendwas zu tun? Erich, nö. Es tut mir leid, dass ich damit angefangen habe. Dann gehen wir wieder raus. So, hier haben wir tatsächlich nichts mehr zu tun. Das ist sehr gut. Da ist nur ein Stein von Berencia, ne? Genau. Da geht's nach Solstheim. Da ist auch nur ein Stein von Berencia. Kehre zu Dinya Balu zurück. Diebesgilde. Ach so, das war hier. Das war die Queste gerade. Genau. Befreie Falkenring. Falkenring, Lager der Sturmmäntel. Tja, mit was will ich denn weitermachen? Hier noch alles zu tun. Noch ein Stein von Berencia, noch ein Stein von Berencia. Was das dritte geht zum verlassenen Haus. Achso, das ist die Queste noch, genau. Hier wäre noch die Burg Volkihar. Das mit diesem, der funktioniert leider nicht hier. Den mache ich mal gerade aus. Da, dem Echo nach. Dann stört er uns nicht immer, wenn wir hier durch die Karte scrollen. Aber ich würde mal sagen, wir können noch hier zur Höhle vom Hobbs-Wasserfall reiten. Und dann... Nein, ich möchte da eine Markierung hinsetzen, bitte. Ist die jetzt hier die Markierung? Ich sehe meine Markierung nicht. Naja, ich muss auf jeden Fall nach Süden und dann nach Westen. Alles klar. So, erstmal runter in den Ort und dann würde ich sagen, können wir die Pferde rufen. Durch den herrlich winterlichen Norden reiten. Ach, das wird ein Fest. Ach, ist das mein Pferd? Ach, hier steht's ja. Dann Mädels,
Ruft eure Pferde und folgt mir. Ich muss mal gerade gucken, in welche Richtung wir uns hier aufmachen überhaupt. Das ist Süden, das ist gut. So, jetzt habe ich endlich mein Pferdchen wieder. Ach, der Schnee blendet ganz schön. Was zur Hölle war das denn? Ich will es gar nicht wissen. Ich reite weiter. Ja, bitte. Ein Kurier. Oh, wir sind schon viel zu weit. Wir hätten abbiegen müssen. Oh nein, schon wieder so ein Vieh. Ich reite jetzt an dir vorbei. Ich bin ganz brav. Ich mach nichts. Ich lasse dich existieren und du mich. In Ordnung? Hau ab. Nein. Wie komme ich, glaube ich, da oben komme ich lang. Oh, da oben ist wieder ein Drache. Den will ich nicht besuchen gehen. Davon hatten wir gerade erst genug. So, ich schaue nochmal ganz kurz auf die Karte. Wir müssten ja gleich da sein. Ja, ein Stück ist es noch. Sind wir schon wieder hier oben? So, da unten ist das Ding, wo wir hin müssen? Das scheint so. Dann reite ich jetzt mal hier runter. Au! Boah! War das so tief? Das tut mir leid, mein liebes Pferdchen. Das wollte ich natürlich nicht. Ich hoffe, der Keiler greift mich jetzt nicht an. Ah, schon wieder das Rudel Wölfe. Die hatten wir auch schon alle erlegt. So, da ist mir dieser Ziegenbock doch sehr viel sympathischer. Frostflussleuchtturm entdeckt. Da liegt ein totes Pferd, das ist schon mal... Ach, hier müssen wir gar nicht hin. Aber ich werde mir den trotzdem jetzt angucken. Ich trage zu viel und kann nicht rennen, echt? Oh, wow, ich trage ein ganzes Stück zu viel. Wieso trage ich den jetzt plötzlich? Ach, weil der Zauber nachgelassen hat, vermute ich. Eine von den Mädels erstmal herrufen. Freya war gerade da. Freya, meine Liebe. Wo auch immer die Straße uns hinführt, in meinen Gedanken bin ich in meiner Heimat. Du musst mal wieder ein bisschen was von mir tragen, bitte. Nun denn. Das auch wieder auf Englisch ist, das war mal auf Deutsch. Na gut. Oh nein, die Schriftrolle der Alten wiegt zu viel. Den Nordmann-Schild? Ja, den kannst du haben. Das kannst du beides haben. Remora Ehrenwache auch. Den Kyras. Vulkanglasrüstung, die Drachenknochen, die Goldbarren. Ah!
Nebenerzbarren. Hä? Was ist denn, was hat denn jetzt alles gewechselt hier? Nee, war alles richtig. Ach so, jetzt kann sie nicht mehr tragen. Aber das reicht auch, danke dir. Ach, das war mein Schild, oder was? Das war tatsächlich mein Schild. Naja, gut, dann behalte du erstmal mein Schild. Ich finde bestimmt noch einen. Ich gehe jetzt erstmal hier in diesen Leuchtturm und gucke mir den mal genauer an. Das sieht schon mal nicht gut aus. Ich glaube, ich höre Spinnen. Was ist das denn hier? Finde im Frostflussleuchtturm den Ursprung der Morde. Habts Tagebuch. Nachdem Ramati und ich jahrelang von Hammerfell nach Solstheim und wieder zurückgesegelt sind, haben wir endlich genug Geld gespart, um den alten Leuchtturm zu kaufen, den wir an der Küste entdeckt haben, und nächsten Monat ziehen wir ein. Diese Nordwissen wirklich zu leben. Es mag kalt sein, aber nichts ist beruhigender, als seinen Lebensabend damit zu verbringen, den Eisbergen zuzusehen. Ramati liebt es hier auch, obwohl es gelegentlich durch die Decke regnet. Mani und Sudi allerdings sind anscheinend unglücklich. Ich weiß, dass die Kinder alt genug sind, um auszuziehen, aber ich hoffe auch, sie werden die Ruhe und den Frieden hier mit der Zeit ebenso sehr lieben wie ich. Mani und Sudi zanken und schikanieren sich weiter gegenseitig und gehen inzwischen anscheinend auch auf ihre Mutter los. Ramati stellt immer wieder fest, dass Dinge aus dem Keller verschwunden sind. Sudi sagte, sie habe dort unten ein Geräusch gehört, aber Mani glaubt einfach, dass ihre Mutter vor der Einsamkeit den Verstand verliert. Allein der Gedanke ist lächerlich. Sie wollte schon immer hierher ziehen, wenn wir erst in Rente sind. Sudi sagt immer wieder, dass sie nachts aus dem Keller Kratzgeräusche hört. Ich glaube, sie will nur ihre Mutter hochnehmen, aber ich gehe wohl besser in die Stadt und hole ein paar Fallen, nur für den Fall, dass es Skewa sind. In ein paar Tagen bin ich wieder zurück. Ich hoffe nur, die beiden lassen Ramati in Ruhe, solange ich fort bin. Ihr Götter, ach ihr Götter, warum? Als ich nach Hause zurückkehrte, fand ich meine wunderschöne Ramati ermordet vor. Und dieses Ding, diese scheußliche, käferartige Kreatur war dabei, unser Heim zu durchwühlen. Ich habe es geschafft, das verdammte Ding zu töten. Ich glaube, es ist vielleicht ein Daedra. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ihr Götter, meine arme Ramati. Es muss aus dem Keller gekommen sein. Ich gehe jetzt hinunter und schließe hinter mir ab, damit sie nicht entkommen können. Ich weiß nicht, ob ich es herausschaffe, aber ich muss meine Familie retten. Habt. Wow. Oh. Wie die Falmer-Kriegsaxt einfach im Körper steckt. Die arme Ramati. Oh nein. Und da ist auch schon ein Chaurus. Das heißt, es gibt hier Falmer. Naja, gut, ich muss ja sowieso Falmer-Blut sammeln, nicht? Nicht wahr? Salz, immer wieder gerne gesehen. Kellertür. Himmelsrand. Holztür. Schließen wir erstmal die auf. Sehr gut. Hier komme ich nach oben. Hier komme ich auf den Leuchtturm, das ist schön. Werde ich mir am Schluss noch den Ausblick gönnen. Dann schauen wir uns erstmal hier noch kurz um, bevor wir in den Keller gehen. Was haben wir hier noch? Ramatis Tagebuch. Oh, habt ihr das gehört? Oh Gott. Wir haben es tatsächlich getan. Wir haben den Leuchtturm gekauft. All die Jahre dachte ich, Habt macht nur leere Versprechungen. Welcher Ehemann würde seiner Frau denn auch nicht die beiden Monde vom Himmel versprechen? Aber ich hätte nie geglaubt, dass wir ihn tatsächlich bekommen würden. Jetzt muss ich mir bloß noch überlegen, wie ich alles hier unterbringe. Ich finde meinen Lieblingskochtopf nicht und das ärgert mich ein wenig. Sudi und Mani scheinen hier nicht glücklich zu sein, aber sie sind noch jung und verstehen offenbar nicht, dass wir sie einfach noch ein paar Jahre für uns haben wollen, bevor sie uns verlassen, um die Welt zu sehen. Ich weiß, sie glauben, ihr Vater würde ewig leben, aber ich sehe, wie ihm das Alter in die Augen kriecht. Er hat mir noch einmal das Versprechen abgenommen, seine Knochen, wenn er stirbt, in das Leuchtturmfeuer zu legen, damit er für immer auf den Ozean hinausblicken kann. Meine Güte,
Diese beiden kosten mich wirklich manchmal Nerven. Ich wollte ein paar unserer Andenken von den Handelsschiffen auspacken, aber ich kann sie nicht finden. Sudi sagt dauernd, dass sie nachts Geräusche aus dem Keller hört und Mani meint, es seien vielleicht Skewa. Sie wissen doch, dass ich Skewa hasse. Jetzt traue ich mich gar nicht mehr dort runter. Ich bin nur froh, dass ich meine Lieblingsurne schon ausgepackt und sicher auf dem Sims untergebracht habe, bevor die beiden mit ihren Streichen angefangen haben. Wenn sie einen Skewa in den Keller losgelassen haben, heißt es wahrscheinlich, dann können sie sich auf was gefasst machen. Und warum ist jetzt gerade diese dramatische Musik angegangen? Frostresistenz. Frostresistenz. Zaubertrank der Heilung. Oha. Habt ihr den Keller aufgemacht? Was zum... Serana! Du sollst nicht hier einfach die Toten erwecken. Vor allen Dingen nicht Ramati. Lass sie sofort gehen. Aufhören, Serana. Serana, das war unnötig. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Muss ich die jetzt töten? Ich danke euch. Mann, Serana, wirklich. Ich würde ihre Asche gerne nehmen und in ihre Lieblingsurne packen. Okay, die Mädels sehen offenbar schon irgendwas. Schließen wir mal diese Kellertür auf. Eigentlich müsste ich ja genau jetzt eine Pause machen, ihr Lieben. So leicht werde ich nicht. Oh, Geisterspinnen. Crystal Eater. Au! Au! Ah! Ah! Mistvieh. Anders hätte es nicht enden können. Au! Hat mich das hier die Treppe runtergeschmissen? Oh, ihr Lieben, aber genau hier an der Stelle werde ich jetzt einen Cliffhanger einfügen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und wir machen genau hier beim nächsten Mal weiter. Jeden Mittwoch, jeden Sonntag eine neue Folge. Guckt auch gerne mal in meine anderen Let's Plays rein. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Tschüssi, bis bald.